Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freundinnen und Freunde, hier zu unserem wöchentlichen Talk. Ich habe mir diesmal wieder einen spannenden Gast eingeladen, wo eigentlich die Sache ja relativ klar ist. Die Sache ist eigentlich so, der Rechtsstaat muss die volle Härte des Gesetzes gegen diejenigen anwenden, die Straftaten begehen. Und das wissen wir ja. Unterwegs sind Diebe, Mörder, Vergewaltiger, Schläger, schwere Jungs, natürlich auch Jungs. Und die müssen, wenn sie Straftaten begangen haben, hinter Gitter. Und auch die Linke hat ja tendenziell so ein bisschen ein alternatives Strafregime in ihrem Kopf. Also da wird dann mal wahlweise der Hoeneß in den Knast gefordert oder der Ackermann von der Deutschen Bank, weil die ja auch ganz viel, aus unserer Sicht, Problematisches tun. Nun gibt es aber ein Problem, glaube ich. Und das Problem heißt Knast und dann. Das wird dann nicht mehr so richtig in den Fokus genommen. Ich freue mich deshalb, dass Dr. Thomas Galli heute bei mir ist. Es geht um ein paar Thesen, die er dagegen stellt, nämlich, das macht alles gar keinen richtigen Sinn, die Leute so krass wegzusperren. Der zwangsweise Entzug der Freiheit richtet in den allermeisten Fällen großen Schaden an, und zwar sowohl bei denen, die Straftaten begangen haben, als auch bei der Gesellschaft selbst. Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir ja auch wiederum nicht einfach zulassen können, dass das Ganze ungesühnt bleibt, oder? Und genau diese Frage wollen wir heute mit euch diskutieren. Wie kommt es eigentlich dazu, Thomas, dass du, nachdem du ja eine ganze Zeit lang auf der anderen Seite standest, jetzt so ein Knastkritiker geworden bist? Ja, im Grunde genommen bin ich nur deshalb Knastkritiker geworden und konnte Knastkritiker werden, weil ich den Knast von innen kennengelernt habe, und zwar über 15 Jahre. Ich war über 15 Jahre in verschiedenen Gefängnissen tätig, in Bayern und zum Schluss in Sachsen, auch als Gefängnisdirektor. Und in dieser Zeit ist meine Kritik oder meine Überzeugung gewachsen, dass das nicht sinnvoll ist, wie wir Strafen, wie wir mit dem Thema Kriminalität umgehen, und dass wir uns eben unterm Strich damit als Gesellschaft, wenn wir das so machen, wie wir es derzeit tun, letztlich selber schaden. Darf ich da mal dazwischen haken? Heißt das denn, das soll alles ungesühnt bleiben? Das ist schon mal eine spannende Frage. Ich denke, da geht es mir wie dir und wie auch den meisten, und du hast es ja auch in deiner Einführung angesprochen. Wenn man eher linksorientiert ist, dann ist man wütend auf rechtsradikale Gewalttäter, vielleicht auch auf gierige Manager und so weiter, und sagt, die das müssen büßen und das muss bestraft werden. Also ich glaube, das steckt in allen von uns drin, so dieses Strafbedürfnis und dieses Verlangen nach Sühne, auch dieses Verlangen nach Gerechtigkeit. Ist auch gut erforscht, dass das tatsächlich in den Menschen mehr oder weniger stark, natürlich mit individuellen Unterschieden, aber dass das in fast allen Menschen ja wirkt, dieses Strafbedürfnis. Und mir geht es in erster Linie darum, dieses Bedürfnis zu reflektieren. Also zu sagen, okay, ich will, dass der oder der jetzt bestraft wird oder dass die oder die Straftat oder die Handlung bestraft wird. Aber was will ich denn genau erreichen und was kann ich erreichen mit Strafe und was kann der Staat mit Strafe erreichen und insbesondere eben, was kann er mit Freiheitsstrafe und was kann er mit Gefängnissen erreichen? Und wenn man das reflektiert, glaube ich, dann entwickelt man auch ein Stück weit ein anderes Bedürfnis als das, das wir vielleicht derzeit alle haben oder die meisten von uns haben. Was wäre denn dann eigentlich aus deiner Sicht die Alternative? Geht es darum, die Strafe abzuschaffen? Oder geht es darum, alternative Strafformen zu propagieren? Sollen wir andere Dinge ausprobieren?
Ich gehe mal davon aus, dass körperliche Strafen auf keinen Fall aus deiner Sicht angemessen sind. Aber die Frage ist ja dann auch, wollen wir denn in Zukunft einfach das so lassen, wie es ist und die Täter eben ungesühnt lassen und uns auf die zivilrechtliche Wiedergutmachung beschränken? Oder muss es nicht, so wird es uns Juristen ja zumindest auch immer dargestellt, nicht auch so etwas geben wie eine abschreckende Wirkung? Oder wenn auch, dann in der eher linkeren Variante, in eine resozialisierende Wirkung, nämlich den Täter wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen durch bestimmte Maßnahmen und zur Not eben auch durch Wegschließen. Ist das alles so absurd oder warum bringt das aus deiner Sicht nichts? Also ich denke nicht, dass wir auf alles verzichten sollten, was wir derzeit sozusagen unter dem Begriff Strafe fassen. Also der Staat hat schon aus meiner Sicht ein Stück weit nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht einzuschreiten, wenn einzelne Bürger anderen Bürgern großen Schaden zufügen, sie vielleicht sogar körperlich verletzen oder umbringen. Also es geht nicht darum, sozusagen staatliche Gewalt, staatlichen Zwang in Frage zu stellen. Aber ich würde eben der Strafe, wie wir sie kennen, andere Inhalte, andere Schwerpunkte, eine andere Richtung geben. Also es geht schon damit los. Das ist, denke ich, gerade auch interessant für die Partei die Linke, die ja auch für soziale Gerechtigkeit kämpft. Wenn man sich eben bewusst macht, die Strafe und die Freiheitsstrafe, die wird nicht sozusagen gerecht verteilt in Deutschland, sondern das betrifft im Schwerpunkt Menschen aus bestimmten sozialen Milieus, und zwar aus Milieus, denen es nicht so gut geht. Also das ist nicht die Mittelschicht und erst recht nicht die Oberschicht, sondern es sind, ohne was es abwertend jetzt gemeint ist, das sind eher Milieus am sozialen Rande, prekäre Milieus. Also weit im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung sind weit überdurchschnittlich viele Menschen, die in Haft kommen, sind arbeitslos, weit überdurchschnittlich viele leiden unter psychischen Problemen. Man geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte in vielen Anstalten auch noch deutlich mehr von den Inhaftierten haben eine Suchtproblematik, sind tatsächlich richtiggehend auch suchtkrank von Alkohol oder noch viel öfter von illegalen Drogen. Und das ist tatsächlich so, das habe ich ja auch eben erlebt in meiner Zeit in den Gefängnissen und dann auch als Leiter. Es sind gar nicht so wenig in den Anstalten, die wegen Kleinigkeiten sitzen. Das sind zwar oft dann mehrere Kleinigkeiten, die sind dann schwarz gefahren, haben sie irgendwas im Supermarkt geklaut. Dann haben sie vielleicht noch den Ladendetektiv irgendwie weggestoßen, dann war es ein räuberischer Diebstahl. Und das sind dann so Leute, die dann in den Knast wandern und dann auch in einem so Teufelskreis drin sind, rauskommen und nach ein paar Monaten dann wieder einwandern, weil sie draußen auch nicht auf die Beine wiederkommen, weil sie auch keine großen Chancen haben. Also das ist die absolute Mehrheit unserer Inhaftierten. Also, und viele Menschen denken, in unseren Gefängnissen sitzen vor allem Mörder und Sexualstraftäter. Das ist überhaupt nicht der Fall eben. Und das ist das Problem. Um mal eine Größenordnung zu sagen, ungefähr 7% der Inhaftierten in Deutschland sitzen wegen Tötungsdelikten und auch ungefähr 7% sitzen wegen Sexualdelikten. Das heißt, alle anderen, die absolute Mehrheit sitzt wegen Eigentumsdelikten und das ist der gierige Manager, ist die absolute Ausnahme, sondern das, wie gesagt, das sind in erster Linie Leute aus bestimmten sozialen Milieus und das muss man sich eben bewusst machen erstmal. Wen sperren wir überhaupt ein? Welche Handlungen kriminalisieren wir? Auch das Thema Betäubungsmittel, Drogenbekämpfung. Ich bin kein Drogenexperte und man muss sicherlich nicht Drogen vollkommen legalisieren, aber was man eindeutig sagen kann, ist, dass die Kriminalisierung von Drogen ein ganz großes Problem ist und auch eine ganz große Ungerechtigkeit ist.
Das heißt, um es kurz zu sagen, bei der Frage der Alternativen muss man sich erstmal genauer hinschauen und wirklich bewusst machen, es gibt ganz, ganz viele Handlungen, die wir zumindest nicht mit Freiheitsstrafe bestrafen müssten, die wir nicht legalisieren müssen, auch Schwarzfahren und solche Dinge müssen wir nicht legalisieren, aber es ist vollkommen überzogen und schädlich und ungerecht, solche Leute einzusperren. Was sind denn aus deiner Sicht so die richtig negativen Folgen im Strafvollzug? Weil das, was man aus der Öffentlichkeit erfährt, ist ja, da muss jemand in den Knast und kommt dann als geläuterter Mensch wieder heraus. Entspricht das der Realität oder teilweise der Realität oder gar nicht der Realität? Was ist denn eigentlich, was sind die Straftäter, nachdem sie entlassen sind, für Menschen auch sozial und in ihrem Umfeld? Das ist eben auch das große Problem, dass unser Gefängnis und unser Strafvollzug ein bisschen so eine Art Wundertüte ist oder ein Symbol, in das jeder irgendwas reininterpretieren kann. Es kann auch jeder alles Mögliche behaupten. Wenn man sich die offiziellen Stellungnahmen anhört von den Justizministerien, die kann man sich eigentlich sparen, weil man vorher schon weiß, was die sagen. Und das heißt dann immer, wie du es andeutest, resozialisieren. Bei uns gibt es kein Wegsperren und dann, was alles gemacht wird in Haft mit Ausbildung und so weiter. Das ist auch alles gut und richtig und wichtig, dass solche Dinge gemacht werden. Aber man darf sich eben nicht in die Tasche lügen. Unter dem Strich wirkt eben der Strafvollzug und das Gefängnis nicht Rückfall reduzieren, sondern Rückfall verstärkend. Das heißt, in der Mehrheit haben die Menschen, die aus der Haft, aus dem Gefängnis entlassen werden, danach eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder straffällig werden. Und das hat verschiedenste... Das ist spannend, deswegen will ich da mal kurz einhaken. Also deine These ist, Menschen, die in den Knast einfahren, erhöhen bei sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie rückfällig werden gegenüber jenen, die entweder zu Bewährungsstrafen oder zu Geldstrafen verurteilt werden? Genau so ist es, wobei es natürlich Unterschiede gibt hinsichtlich der Straftaten, sage ich mal. Also bei ganz schlimmen Taten wie Mord, da ist die Rückfallquote ohnehin, Gott sei Dank, sehr gering. Also es geht mir hier wirklich um die große Mehrheit der Inhaftierten, die kürzere Freiheitsstrafen verbüßen. Also ungefähr, auch das wissen viele Menschen nicht. Die meisten denken, wie gesagt, wir haben nur Schwerstkriminelle inhaftiert und für lange Zeit, aber die Hälfte aller Inhaftierten verbüßt Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr. Und wie gesagt, ganz viele dabei mit Suchtproblematik, viele dabei, die vorher schon keinen Arbeitsplatz hatten und große Probleme in verschiedensten Bereichen hatten. Und diese Probleme, die werden eben durch die Haft oft noch größer. Jemand, der dann eine Haft auch noch hinter sich hat, der hat noch weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt, selbst wenn er die Haft nutzen kann und wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, dass er zum Beispiel einen Schulabschluss oder Ausbildungsabschluss nachholt, ist es trotzdem so, dass er dann in seiner Biografie eben die Gefängniszeit hat und dann wenig Chancen hat. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist auch der, das muss man sich eben bewusst machen. Du hast es einführend gesagt, die schweren Jungs, auch Jungs in dem Sinne, dass 95% aller Inhaftierten in Deutschland ungefähr sind Männer, sind junge Männer. Die Anstalten sind unterschiedlich groß, aber in der Regel sind ein paar hundert Inhaftierte pro Anstalt. In großen, ganz großen Anstalten können es auch 1000 oder mehr sein. Und wenn man sich das bewusst macht, ich sperre also ein paar hundert junge Männer, Straffällige mit Drogenproblematik, mit Gewaltproblematik und so weiter zusammen in eine geschlossene Anstalt. Da kann, flapsig ausgedrückt, da kann nichts Vernünftiges dabei rauskommen. Und das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Peer Group dann und die Kontakte nach außen sind ja sehr erschwert oder teilweise unmöglich gemacht. Das heißt, irgendwann kennen dann die Straftäter nur noch andere Straftäter und das sind dann ihre Gleichgesinnten, mit denen sie dann zusammen sind. Und da bildet sich eben dann so eine andere Kultur, die dann vom Staat oder von uns als Subkultur bezeichnet wird, aber es ist einfach nur eine andere Kultur mit ein Stück weit mit anderen Normen und Werten und ein Stück weit auch eben, was heißt ein Stück weit, mit einer deutlichen Oppositionshaltung zu unserer Gesellschaft.
Also das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Und wie gesagt, das gilt nicht für alle. Es gibt immer wieder trotzdem auch Leute, die sozusagen geläutert rauskommen. Es gibt auch welche, die sagen, für mich war der Knast genau das Richtige. Das war die letzte Warnung und so weiter. Das gibt es auch. Aber was die Mehrheit betrifft, geht dieser Gedanke, dieser Gefängnisgedanke eben, wie gesagt, eine große Anzahl von meist Männern zusammen in eine geschlossene Anstalt einzusperren, das geht nach hinten los. Nun rühmt sich ja die Bundesrepublik auch gegenüber anderen Staaten, etwa den USA, wo sozusagen die Tatsache, in den Knast zu gehen, gerade in bestimmten Milieus so fast schon Normalität geworden ist. Rühmt sich die Bundesrepublik ja eines sehr sozialen und humanen Strafvollzugs. Ist das alles nichts oder sind das Schritte in eine richtige Richtung? Genau, so würde ich sagen, absolut. Schritte in die richtige Richtung. Würde es auch absolut unterschreiben. Im weltweiten Vergleich können wir sehr stolz sein auf das Niveau, das wir schon erreicht haben. Also, um auch mal eine Zahl zu nennen, wir in Deutschland sind ungefähr zwischen 75 und 80 Einwohner von 100.000 Einwohnern sind inhaftiert. In den USA sind es mehr als 10-mal so viel, die inhaftiert sind. Geschweige davon, dass dort Straftäter auch umgebracht werden und geschweige von den Bedingungen in den Anstalten dort. Also das muss man immer sehen und sagen, wir haben schon ein hohes Niveau erreicht, aber es kann eben nicht sein, dass wir jetzt sagen, damit sind wir jetzt für alle Zeiten zufrieden, sondern es gibt eben nach wie vor ganz große Ungerechtigkeiten und keiner von uns will, glaube ich, auch Opfer von einer schlimmeren Straftat werden. Jeder von uns will, auch wenn man Opfer wird, dass einem möglichst geholfen wird, dass vielleicht der Schaden wieder gut gemacht wird und all diese Dinge. Also es geht uns schon alle an und ich denke, wir sind alle dran, haben Interesse, dass wir uns einfach von diesem Niveau, das wir schon erreicht haben, einfach auch weiter fortentwickeln. Und wenn man sozusagen das im längeren Zeitraum sich ansieht, dann haben wir es ja schon geschafft, sozusagen von diesen Leibesstrafen und von Hinrichtungen und so weiter abzulassen und zur Freiheitsstrafe zu finden. Aber die Gefängnisse, wie wir sie jetzt kennen, die gibt es auch erst seit ein paar hundert Jahren, was nichts ist im Vergleich sozusagen zur Entwicklung der Menschheit. Also das ist nicht das Ende der Dinge, sondern wir müssen darauf jetzt aufbauen und uns einfach weiter fortentwickeln. Was wäre denn also deiner Meinung nach zu tun, wenn wir jetzt also die Gefängnisse in der Bundesrepublik haben? Was kann man da noch sozialer, humaner machen oder geht da eigentlich nur die Abschaffung? Was würdest du vorschlagen, was hilft? Denn eines habe ich in dem Buch weggesperrt, ja schon gelesen, dass das auch dieses humane Gefängnis, was wir hier in der Bundesrepublik haben, am Ende ja mehr Schaden anrichtet. Das ist ja die Kernthese. Mehr Schaden anrichtet, als es gut macht. Also zunächst mal, das ist natürlich absolut keine neue Erkenntnis und alle, die sich länger damit befassen, die werden das bestätigen. Aber jede Straftat hat eben auch einen sozialen Anteil und eine soziale Ursache. Mir geht es nicht darum, sozusagen den Einzelnen aus seiner Verantwortung zu nehmen, aber wir müssen als Staat eben jede Straftat irgendwo auch als Symptom eines sozialen Problems sehen. Das sind ökonomische Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, allgemein kann man es wirklich sagen, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, die dann oft in Gewalt und in Normbrüchen sozusagen münden, die dann wiederum letztlich Unschuldige betrifft. Aber was machen wir jetzt? Wir sagen, der und der hat das und das getan. Er hat sich frei, mehr oder weniger frei dafür entschieden. Er hätte sich auch anders entscheiden können, deswegen ist er schuld, deswegen wird er bestraft. So gehen wir jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt damit um. Und wir sollten vielmehr damit umgehen, hinzuschauen, aus welchem Umfeld kommen Leute, die sowas getan haben. Was können wir vielleicht an den Milieus verändern und diese Dinge. Also wir müssen wirklich Straftaten nicht allein als freie Willensentscheidung von Einzelnen sehen, sondern auch als soziales Problem.
Das ist sozusagen mal ein grundsätzlicher Gedanke. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, trotzdem gibt es ja Leute, auch wenn wir jetzt die Umstände verbessern und verändern, aber es gibt ja trotzdem Leute, die dann anderen Schaden zufügen und wo man dann sagt, da muss der Staat jetzt reagieren und sozusagen muss strafen. Dann muss man sich eben wieder bewusst machen, die Hälfte aller Inhaftierten jetzt sitzt wegen Vermögensdelikten. Da gibt es Opferbefragungen dazu, es gibt Bevölkerungsbefragungen und das, was die Opfer von Vermögensdelikten in allererster Linie wollen, und das ist ja nachvollziehbar, ist, dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Das heißt, die haben überhaupt nichts davon. Ein Opfer eines Betrügers oder eines Einbrechers, der hat gar nichts davon, wenn der Täter jetzt 3 Jahre weggesperrt wird, weil der Schaden so hoch ist. Sondern der will in erster Linie, dass der Täter, und wenn es Jahre dauert, den Schaden wieder gut macht, den materiellen Schaden wieder gut macht. Also das leuchtet ein und ist auch gut erforscht. Also müssen wir da Wege finden. Insgesamt oder allgemein dieser Täter-Opfer-Ausgleich, Gespräche, manche Opfer wollen mit Tätern, auch von Gewaltdelikten, wollen mit Tätern nichts mehr zu tun haben. Andere sagen, ihnen wird es gut tun, wenn es einen Mediator gäbe und sie könnten sich in einem Prozess, der Monate oder Jahre auch dauern kann, mit dem Täter austauschen. Sie können ihm bewusst machen, was er ihnen angetan hat. Und wenn sie das Gefühl hätten, er sieht es ein und er fühlt sich wirklich schuldig, dann würde das heilende Wirkung haben. Also auch dieser Täter-Opfer-Ausgleich, der spielt eine viel zu geringe Rolle noch in unserem derzeitigen System. Und dann gibt es natürlich schon Leute, denen man die Freiheit beschränken muss und die man auch vielleicht rausnehmen muss aus dem Umfeld, wo sie jetzt sind. Das kann sein zum Schutz von Opfern, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt. Und das kann auch sein von Leuten, die sich einfach in einem kriminogenen Milieu bewegen, im Rotlichtmilieu oder Drogenmilieu oder so. Aber da muss ich mir eben Gedanken machen, in welches Milieu bringe ich sie denn hinein? Und das macht eben keinen Sinn, wie gesagt, sie in dieses Milieu der Haftanstalten reinzubringen, sondern da muss ich mir Gedanken machen, mit wem kann ich diese Leute unterbringen und muss dezentrale Einrichtungen schaffen und eine wohngruppenartige Unterbringung, wo ich genau mir überlegen kann, diese 8 Leute zum Beispiel, die kann ich zusammen dort unterbringen. Das kann auch gegen Entweichung gesichert sein und kann dann individuell mit diesen Leuten arbeiten an den einzelnen Problemfeldern. Also, und dann gibt es einen ganz, ganz kleinen Kern, aber die Frage kommt natürlich immer, ist ja nachvollziehbar auch, kommt bei allen Veranstaltungen, was machen wir jetzt mit dem Serienmörder oder dem sadistischen Sexualmörder oder so. Die gibt es natürlich auch, das ist aber wirklich ein verschwindend kleiner Anteil der Straftäter und den muss man schon notfalls auch bis zum Lebensende, finde ich, die Freiheit entziehen können, aber auch in einem lebenswürdigeren Kontext als in einem kleinen Haftraum oder ähnlichen. Also da kann man ja die Anstalten, die es jetzt gibt, nehmen. Die sind nach außen absolut gesichert, aber da könnte ich dann halt vielleicht diese 10 gefährlichsten noch unterbringen, die dann innerhalb dieses Anstaltsgeländes einigermaßen frei und selbstbestimmt sozusagen sich bewegen könnten und leben könnten, menschenwürdig auch leben könnten. Und trotzdem wäre die Allgemeinheit vor ihnen geschützt. Ja, ich komme mal kurz dazwischen, weil es natürlich, ihr könnt euch das vorstellen, bei dieser Themenwahl natürlich auch heiß diskutiert wird. Auf Facebook wird lebhaft diskutiert. Ganz unterschiedlich. Also Gran Satiba beispielsweise möchte, dass du, Thomas, gleich Bundesjustizminister wirst. Das kannst du ja gleich mal so sagen, ob du da politische Ambitionen hast. Ansonsten spielt natürlich die Frage, Retzdiener sagt, Crystal Meth legalisieren, das wäre der Wahnsinn, ebenso Kokain, Amphetamin und Heroin. Das sind natürlich die ganze Frage der Drogen. Habt ihr schon was gesagt, aber das ist natürlich auch Gegenstand hier von Diskussionen. Und dann, da bist du aber jetzt schon drauf eingegangen, ist natürlich die Frage der wirklich schweren Straftaten, wie beispielsweise Kinderpornografie. Auch dazu, da hat Silvia Martini sich zu geäußert und meinte, wie man da sozusagen, da kann man ja nicht einfach nur zugucken, im Grunde genommen, völlig richtig.
Und auch Kev Lee Graf sagt, bei Mord und Sexualdelikt darf man keine Ausnahmen machen. Also das sind sozusagen die Diskussionen, die auf Facebook gerade laufen. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen. Also wie gesagt, immer schwere Straftaten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Frage der Drogen und die vielleicht ein bisschen auch mit einem Smiley versehene Aufforderung, Thomas, du mögest Justizminister werden. Ja, vielleicht erst zu den schwersten Straftaten. Also das geht uns, glaube ich, allen so, wenn wir das, gerade derzeit ist es ja wieder sehr in der medialen Fokus auch, diese schlimmen Sachen mit Kindesmissbrauch und sowas. Das sind natürlich furchtbare Dinge, wo man alles tun muss, um sowas möglichst zu verhindern. Das sind wir uns, glaube ich, einig. Aber man muss halt auch wissen, so unbefriedigend wie das klingt, das bringt halt, es wird keine einzige Straftat in dem Bereich verhindern, wenn ich den Strafrahmen einfach anhebe. Das freut den Bild-Zeitungsleser, aber denjenigen, der sowas macht, machen kann, machen will, den Trieb hat, das zu machen, der wird es tun, ob er jetzt mit 3 Jahren oder mit 5 Jahren oder mit 7 Jahren Freiheitsstrafe rechnen muss. Also das heißt, da geht es erstmal auch, finde ich, darum, nicht abzulenken von vielleicht anderen Wegen, die zielbringender wären, indem man einfach wieder, wie so oft, einfach sagt, wir erhöhen den Strafrahmen oder wir schaffen neue Straftatbestände und damit ist das Problem gelöst. Also ich würde auch da sehr dazu raten, eben hinzuschauen, wie kann es dazu kommen, dass Menschen sowas Gestörtes, absolut Gestörtes und Unmenschliches letztlich tun. Wo kommen die her? Was haben die selber für Erlebnisse vielleicht gehabt? Wie gesagt, da geht es überhaupt nicht darum, das jetzt irgendwo zu entschuldigen, was sie getan haben oder zu bagatellisieren, aber es geht eben darum, wie kann man es künftig verhindern und man muss letztlich sich die Kinder von heute anschauen und schauen, welche Hilfen brauchen die und welche Unterstützung brauchen die, damit die nicht in 20 oder 30 Jahren vielleicht selber zu Tätern werden. Ansonsten gibt es leider, und das ist eben das Fatale, keine Musterlösung, Patentlösung, die ich jetzt präsentieren könnte, sagen wir machen mit Kindern, mit Leuten, die Kinder missbraucht haben, dies und das und dann ist das Problem gelöst. Das wird so nicht funktionieren. Dann zum Thema Drogen. Wie gesagt, man muss schon unterscheiden, finde ich, zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung. Also wenn ich was entkriminalisiere und das nicht bestrafe oder zumindest nicht mit Gefängnis bestrafe, heißt es noch nicht, dass es legal ist. Und ich kann schon zum Beispiel den Drogenhandel, aber es zeigt sich eben überall, dieser Kampf gegen die Drogen ist nicht zu gewinnen durch diese Kriminalisierung und er macht vieles einfach nur noch schlimmer. Also auch da muss ich wahrscheinlich sicherlich bei andere Ansätze letztlich finden. Und zur Frage vom Justizminister. Also ich glaube nicht, dass mir die Leute jetzt die Tür einrennen, dass ich Justizminister werde. Aber generell könnte ich mir schon vorstellen, mich in irgendeiner Art und Weise einzubringen, wieder im Justizsystem auch, aber nur mit einer Agenda, die ganz offen und ganz öffentlich auch und ganz selbstbewusst zum Ziel hat, Gefängnisse abzubauen und Alternativen aufzubauen. Also das wäre die einzige Voraussetzung, unter der ich bereit wäre, wieder in irgendeiner Art und Weise oder Funktion sozusagen mitzuwirken. Ja, lass mich da mal vielleicht einhaken, weil wir reden über die Frage, Gefängnisse abzubauen. Wenn also richtig ist, dass es am besten der Gesellschaft nützt, als auch den Betroffenen, von Straftaten Betroffenen nützt, den Tätern nützt, Gefängnisse abzubauen, dann lass uns doch mal darüber sprechen, was könnten denn konkrete Punkte dafür sein. Wir haben zum einen, das hast du ja schon angesprochen, die Frage des überwiegenden Anteils kurzer Freiheitsstrafen, also verhältnismäßig kurzer Freiheitsstrafen, solche, die also bis zu einem Jahr sind. Wir haben eine erhebliche soziale Schichtung derjenigen, die unsere Knäste bevölkern.
So, und das ist keine Frage von Sympathie oder Unsympathie, wenn man sagen muss, dass man doch an dieser Stelle eigentlich bei ganz anderen Punkten anfangen soll und muss. Der Verlust der Wohnung, sage ich jetzt mal, als im Strafrecht nicht tätiger Anwalt, sondern im Sozial- und Arbeitsrecht, der Verlust der Wohnung, der Verlust des Arbeitsplatzes, sind es ja alles auch keine Punkte, die einem Täter dann die Rückkehr ins legale Leben nun besonders leicht machen. Was wären also Punkte, die man relativ kurzfristig, relativ einfach, politisch ist es keineswegs einfach, aber einfach machen könnte, um dort zu Verbesserungen zu kommen im Strafvollzug, bei den Haftstrafen, um Bestrafung abzubauen in Gefängnissen? Naja, man könnte eben, wie gesagt, diese dezentralen Wohngruppen bilden, wo dann auch die Betroffenen individuell beaufsichtigt, aber auch betreut und begleitet werden und zum Beispiel dann auch, wenn sie Schwierigkeiten hatten auf dem Arbeitsmarkt bis dahin, mit entsprechender sozialpädagogischer Unterstützung zum Beispiel die notwendigen Fortbildungen noch absolvieren und dann es vielleicht schaffen, sozusagen in diesem Kontext dann ein Arbeitsverhältnis zu kriegen. Und dann sind sie eben keine Knackis, die sowieso meistens nicht raus dürfen und nicht draußen arbeiten dürfen und so weiter, sondern sie sind weiterhin sozusagen im realen Leben verortet, aber unter etwas anderen Bedingungen. Da wird nicht gelingen, dass man da jetzt jeden sozusagen in ein Arbeitsverhältnis bringt, der vorher nicht in einem war. Aber die Chancen sind deutlich größer. Und also heißt es, wenn ich jetzt mal so ein bisschen polemisch formuliere, die Strafe wäre dann, du musst eine Ausbildung machen in einer betreuten Wohngruppe? Das wäre ein Teil der Strafe. Das wäre sozusagen der Teil der Strafe, den wir derzeit das Ziel der Strafe der Resozialisierung. Aber die Strafe hat natürlich noch andere Aspekte, insbesondere die Schadenswiedergutmachung. Das heißt, es können auch Tätigkeiten sein für jemanden, dass man Rasen mäht oder was weiß ich was. Aber es kann auch sein, können regelmäßige Geldzahlungen sein oder Teilnahme an Gesprächen und so weiter. Also das ist ein anderer Aspekt von Strafe, der zum Tragen kommen kann, auch gemeinnützige Leistungen, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Auch das ist letztlich Strafe, weil es eine Belastung sein kann für den Betroffenen, sozusagen Arbeit zu leisten, ohne aber jetzt einen materiellen Gegenwert zu bekommen. Aber das wäre eine viel sinnvollere Art von Strafe, als die wir jetzt haben, wo die Leute dann in Haft ihre Zeit sozusagen absitzen. Also wir müssen einfach hin zu mehr Differenzierung, dass wir die einzelnen Ziele, die wir erreichen wollen mit der Strafe, die ja nicht alle sinnlos sind oder unvernünftig sind, dass wir die besser erreichen können. Aber da müssen wir eben viel besser differenzieren. Und jetzt haben wir eigentlich so dieses Gießkannenprinzip Freiheitsstrafe. Ich höre dich jetzt nicht, Thomas. Dankeschön, ich vergesse das Mikrofon anzumachen. Zum einen haben wir mit Clivia eine erste Zuschauerin hier bei Zoom, die sich gleich dazuschalten will und eine Frage hat. Die lasse ich gleich dann auch hier zu. Aber ansonsten gibt es auch auf Facebook, wird weiter lustig diskutiert, könnt ihr euch vorstellen. Und zwar vor allen Dingen geht es gerade um die ganze Frage der Abschreckungswirkung. Die Userin Sophie D. sagt beispielsweise, wie steht es um die Abschreckungswirkung nach außen aus? Ein Strafmaß hat ja auch Symbolwirkung, Beispiel Ahndung von Straftaten von rechts, die ja auch den Bereich des Sagbaren und Machbaren nach außen signalisieren. Das ist ein Aspekt. Und Hagrid Mack schreibt auch zu dem Thema Abschreckungswirkung. Abschreckungswirkung in Anführungszeichen durch Strafen funktioniert ja jetzt schon nicht. Ansonsten gäbe es kaum Verbrechen, mal von Affekttaten abgesehen. In meinen Augen sollte Rehabilitation bei Bestrafung wieder mehr in den Mittelpunkt rutschen als die Strafe und der Wunsch nach Genugtuung, Gerechtigkeit. Also diese Diskussion nach Abschreckung, auch Abfrage Abschreckung nach rechts, wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr dieses Thema gleich nochmal aufgreifen würde.
würdet. Und jetzt bitte ich Clivia in den Diskussionsraum hier und ihre Frage oder ihren Beitrag zu leisten. Sie müsste jetzt langsam hier reinkommen. Hallo, Clivia. Hallo, super. Vielen Dank. Thomas, ich wollte mich erstmal bedanken als Jugendstrafrichterin, dass du das so ehrlich ansprichst in deinem Buch. Ich habe es letztes Wochenende verschlungen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Aufmerksamkeit einfach darauf gerichtet wird, was Freiheitsstrafen tatsächlich bewirken. Dass wir Richter einfach nochmal ein anderes Bewusstsein bekommen, was wir auslösen, wenn wir Freiheitsstrafen erlassen. Ich bin ein großer Fan von Täter-Opfer-Ausgleich geworden, nachdem ich 97 in Südafrika an der Wahrheitskommission ein Praktikum gemacht habe und erlebt habe, was es für eine heilsame Wirkung hat, wenn Täter zu ihren Taten stehen. Wenn Opfer hören, der Täter übernimmt die volle Verantwortung. Entschuldigung war kein Kriterium in Südafrika, es ist aber relativ häufig doch erfolgt. Jetzt ist meine Frage an dich, Thomas. Wie ist denn die Bereitwilligkeit von Tätern, ihren Opfern wirklich zu begegnen? Meine Erfahrung als Provinzjugendrichterin ist, dass es eigentlich also als Strafe kann man das fast schon nennen, dazu stehen zu müssen und dem Opfer in die Augen gucken zu müssen, eigentlich viel schlimmer als eine Gefängnisstrafe sein kann und auch einen viel höheren Wert hat, dass die Menschen nicht mehr wieder Straftaten begehen. Daher meine erste Frage, wie groß ist die Bereitwilligkeit bei den Menschen, die du im Gefängnis erlebt hast, mit Opfern in Kontakt zu gehen? Wann wäre der richtige Zeitpunkt, möglichst früh oder möglichst spät, wenn die weit gekommen sind? Und wie kann man Anreize schaffen für diesen Täter-Opfer-Ausgleich? Also zunächst möchte ich das absolut unterschreiben, was du gesagt hast. Das ist auch meine Überzeugung und auch Erfahrung, dass das letztlich viel härter sein kann für viele und eine viel größere Strafe sein kann, wirklich sich dem zu stellen, was sie anderen angetan haben. Also nicht dem zu stellen, dass sie jetzt Regeln gebrochen haben, die der Staat, von denen der Staat möchte, dass sie eingehalten werden, sondern dass sie wirklich einen anderen Menschen verletzt und geschädigt und traumatisiert haben. Und dieser Konfrontation auszuweichen, wird einem im jetzigen System halt auch wiederum leicht gemacht, weil die Leute werden auch tatsächlich wortwörtlich geschützt hinter den hohen Mauern und es wird ja auch vermittelt, sie müssen jetzt halt die Zeit absitzen und dann ist wieder gut, also jetzt schon flapsig ausgedrückt. Wie groß sozusagen die Bereitschaft wäre, ist schwer zu sagen, aber ich habe eben auch, wie du es auch angedeutet hast, mehrheitlich Hemmungen da wahrgenommen. Und das finde ich eben auch oder fände ich ganz wichtig, insbesondere natürlich für die Opfer, aber auch für tatsächlich auch die weitere Entwicklung der Täter und auch ihre Resozialisierung, dass man sie wirklich in die Pflicht nimmt, in die Verantwortung nimmt, auch sich mit dem konfrontieren zu lassen, was sie vielleicht anderen angetan haben. Da wird man nicht jeden erreichen, vollkommen klar. Sind wir uns ja einig, es gibt so absolute Psychopathen und Dissoziale, die wird man nie erreichen. Aber das ist auch die absolute Minderheit. Es gibt eben andere, die kann man sehr wohl erreichen. Wobei ich auch sagen muss, dazu gehört, finde ich, dass man auch, wie gesagt, ohne dass man jetzt sagt, die Täter sind alle selber Opfer und können nichts dafür, haben eine schwere Kindheit und so weiter, darum geht es nicht. Aber ich glaube, man verstärkt die Bereitschaft und die Fähigkeit auch, dass sie selber Verantwortung übernehmen, dass sie auch wirklich schuldeinsichtig sind, wenn man auch sie versteht in dem, was ihnen alles passiert ist und ihre Biografie. Und das wäre sozusagen die Aufgabe von den Leuten, uns Leuten, die jetzt auf staatlicher Seite tätig sind. Aber die Aufgabe des konkreten Täters wäre es, sich seinem Opfer zu stellen. Ja, da du gerade drin bist, bleib mal schnell drin. Und zwar deshalb, ich hab so mitbekommen, du bist Jugendrichterin. Genau. Ja. Es gibt auch eine Frage, die du ja vielleicht auch jetzt hier im Chat siehst. Peter hat die Frage gestellt und ich habe mir schon gedacht, die wird irgendwann kommen. Was ist denn mit dem Mehmet, mit dem Intensivtäter Mehmet? Und genau die Frage ist natürlich klar.
für dich als Jugendrichterin wahrscheinlich auch häufiger mal das Thema. Was macht man eigentlich mit jungen Menschen, die sich trotz intensiver Bestrafung dann doch immer wieder zu neuen Straftaten entschließen? Jetzt kann man natürlich sagen, Thomas Galli hat recht, es bringt alles nichts. Aber die andere Frage ist natürlich schon auch, was macht man dann? Was wäre denn dein Vorschlag? Also ich würde die Frage gerne umdrehen und sagen, es wundert nicht, dass wenn man Menschen einsperrt, dass sie so weitermachen oder noch schlimmer wie vorher, weil das Einsperren nicht hilft. Und was ich als Jugendstrafrichterin gesehen habe, ist, dass so ziemlich alle, die auf der Anklagebank sitzen, aus zerrütteten Familien kommen. Dass die, die Kinder missbrauchen, selber missbraucht worden sind als Kind. Dass es einfach weitergegeben wird. Deswegen ist mein allererster Appell, wir müssen mehr Geld in Prävention setzen. Das hast du, Thomas, auch schon in deinem Buch geschrieben als eine Variante. Und das ist so wichtig. Wir können so viel vermeiden in der Prävention. Wenn wir jetzt schon mal das Gefängnis haben, ich habe mich die letzten 2 Jahre beurlauben lassen, bin durch die Welt gereist, um alternative Konfliktlösungen kennenzulernen und habe in Kanada sogenannte Healing Lodges erlebt, die seit 92 operieren und vor allem für First Nations, also am Kanadier mit Ureinwohnerhintergrund gemacht werden, in denen die mit ihrer Kultur in Kontakt wiederkommen, was sie durch die Kolonialisierung verloren haben und was einfach auf Therapie ausgerichtet ist. Überraschend, die Rückfallquote ist verschwindend gering. So, das ist sozusagen das eine, das ist genau das, was Thomas in seinem Buch schreibt. Wir brauchen einfach solide und richtig gute Therapeuten. Und es gibt, die müssen selber an ihren Sachen gearbeitet haben und nicht nur drüber reden. Ein Therapeut kann jemanden nur so weit bringen, wie er selber gekommen ist. Wir müssen auch mehr Leute einbinden, die selber rausgekommen sind. Leute wie Dieter Gurkasch, die es geschafft haben, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Wir sind keine Spezialisten. Wir verbringen die Nächte nicht im Knast. Wir versuchen zu reparieren, was eigentlich nicht zu reparieren ist. Aber die erstens wissen, wie es ist, wenn man drin ist. Und ich glaube, dass die Leute denen viel besser zuhören können. Was wissen wir denn von da groß werden und überhaupt erst da reinkommen? Also ich glaube, das ist ganz, und das ist auch, ich habe zum ersten Mal von Drogengerichten gehört, die seit 89 in Amerika florieren und in allen englischsprachigen Ländern inzwischen existieren, wo Drogenabhängige, und das sagt Thomas, 50% der Inhaftierten haben Drogenprobleme und die sperren wir ein, anstatt zu therapieren. Wie können wir erwarten, dass da was rauskommt? Dass da gezielte Maßnahmen vom Staat angeboten werden, dass sich was verändern kann. So, und dann werden wir, also dass wenn wir sozusagen ganz früh anfangen mit Prävention, mit therapiebegleitenden Maßnahmen, wir werden trotzdem nicht alle erreichen können. Es wird Menschen geben, die einfach nicht erreichbar sind, die nicht wollen. Und jetzt möchte ich ein Extrembeispiel geben aus Südafrika. Eugène de Kock, der Leiter der Todesschwadron, hat schon bevor Mandela Präsident wurde, 92, 93, 212 Jahre Gefängnisstrafe bekommen für die viele sogar unpolitische Morde. Der hat im Gefängnis verstanden, was er angetan hat. Der ist zur Einsicht gekommen. Der hat jahrelang Gefängnis gebraucht. Trotzdem kann da noch was passieren. Also wir dürfen nie Menschen aufgeben. Wir müssen aber gucken, wo stehen sie? Sind sie jetzt für etwas bereit? Und wie reagieren wir darauf? Und trotzdem können wir nicht alles vorhersehen und richtig reagieren. Mit einer gewissen Fehlerquelle müssen wir, denke ich, leben. Aber das Wichtigste, was ich finde, ist Prävention. Und die Bevölkerung ist am besten geschützt. Das war auch ein Kommentar bei uns im Chat. Die Bevölkerung ist am besten geschützt, wenn wir präventiv gut arbeiten, wenn wir gute Therapie ausrichten und wenn wir alle miteinander menschlicher und mit Respekt umgehen, wenn die Gemeinschaft, die Gesellschaft wieder ihre Aufgabe wahrnimmt, aktiv wird, sich um ihre Nachbarn kümmert. Ich glaube, das ist das, worum es wieder geht. Danke, Clivia. Wir sind jetzt auch gleich am Ende unseres Chats. Ich möchte aber hier ganz gerne als Anwalt auch nochmal kurz als Anwalt. Genau, der Thomas hat auch nochmal. Er hat ja eben nochmal eingebracht, dass die Fragen zum Thema Abschreckungswirkung, also einmal der Userin Sophie D., um die Frage, die Abschreckungswirkung nach außen und insbesondere auch im Bereich Straftaten von rechts und Straftaten signalisieren, ja auch, sagt sie, ein Bereich des Sagbaren und Machbaren auf der einen Seite und auf der anderen Seite Abschreckungswirkung. Das war ja auch ein Beitrag, wo gesagt wurde, das sei eigentlich etwas, was eigentlich nicht wirkt. Das sieht man ja an den Straftaten selbst. Also diesen Komplex solltet ihr vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Thomas, bist du zuerst?
Also die Abschreckungswirkung, das ist mittlerweile ja auch ganz gut erforscht, von Strafen generell ist viel, viel geringer, als die meisten eben denken. Also viel höhere abschreckende Wirkung hat die Aufdeckungswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen jemand erwischt wird, und es spielt dann keine große Rolle, welche Strafe oder wie hart dann die Strafe ist. Bestes Beispiel sind Länder mit Todesstrafe, die müssten ja dann viel weniger Gewaltdelikte haben als andere Länder, und das ist nicht der Fall, das ist eher das Gegenteil der Fall. Das heißt, Strafen haben schon eine abschreckende Wirkung, die aber weit, weit geringer ist, wie gesagt, als die meisten Menschen denken. Und diese abschreckende Wirkung kann auch das Gefängnis nicht rechtfertigen, weil es, wie gesagt, mit gemeinnütziger Arbeit oder mit anderen Dingen als Form von Strafe genauso diese geringe Abschreckungswirkung sozusagen erzielt werden könnte. Und dieser andere Gedanke, den finde ich auch ganz wichtig, dass wir gesellschaftlich bestimmte Verhaltensweisen absolut verurteilen und auch ächten sozusagen. Nur da ist unsere Sprache sozusagen ist auch viel zu undifferenziert. Wir haben, verkürzt ausgedrückt, nur eine Möglichkeit, ein bestimmtes Verhalten wirklich zu ächten, indem wir sagen, das gibt so und so viel, eine so und so lange Freiheitsstrafe. Und das ist auch viel zu undifferenziert. Also deswegen plädiere ich auch in dem Buch für eine Trennung eben von Unrechtsausspruch und den Konsequenzen, die daraus folgen. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass ein Gericht wie jetzt in einem öffentlichen und offenen Prozess feststellt, die und die Straftaten sind begangen worden und das Unrecht, das begangen worden ist, ist so und so hoch. Ohne dass dann automatisch, wie es jetzt der Fall ist, eine Freiheitsstrafe in der und der Länge folgt, die vieles unterm Strich dann sozusagen kaputt macht. Aber ich halte diesen symbolischen Gedanken und Wert von Urteilen, von Strafurteilen auch, den halte ich schon für sinnvoll und für etwas, das wir erhalten sollten. Ja, genau. Da will ich vielleicht auch nochmal direkt dran anknüpfen. Weil natürlich ist es so, wenn wir hier darüber sprechen, das Gefängnis zurückzudrängen, die Freiheitsstrafen zu humanisieren und im Ergebnis auch zu beenden, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen alles erlauben wollen. Und heißt auch noch lange nicht, dass deswegen jetzt alles egal sein soll. Und das Beispiel, was ja auch von der einen Userin jetzt angesprochen wurde, nämlich, dass wir natürlich trotzdem wollen, dass sich niemand neonazistisch äußert oder dass etwa die Volksverhetzung weiterhin verboten bleibt, ist davon unberührt. Die spannende Frage ist nur die folgende, und da hat Thomas ja schon einen ganz guten Vorschlag gemacht. Also wenn in einem Urteil die Tatsache, dass jemand etwa eine Volksverhetzung begangen hat, indem er andere Volksgruppen mit Vergasung bedroht oder ähnlichen Dingen erzählt hat, dann ist dieser Schuldausspruch meines Erachtens auch sinnvoll. Und dann beginnt aber eigentlich erst das, was die Gesellschaft diskutieren muss, nämlich wie gehen wir jetzt damit um? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Horst Mahler, einer der führenden Neonazis, wegen Volksverhetzung bestraft, jetzt mehrere Jahre hinter Gitter. Niemand glaubt doch im Ernst, dass das irgendetwas gebracht hat. So, der Horst Mahler ist weiterhin überzeugter Neonazi und das wird er auch im Knast weiter sein und wie auch immer. Insofern stellt sich natürlich schon die Frage, ob das eine besonders effektive Variante des Antifaschismus ist. Ich behaupte, nö. Sondern stattdessen käme natürlich schon eher in Betracht Resozialisierung, gegebenenfalls auch unter, du hast es so genannt, sozusagen entweichungssicheren Orten, zum Beispiel Wiedergutmachungsleistungen zu verlangen oder auch tatsächlich die Frage zu klären, wie denn eigentlich er auf diese absurden Gedanken kommt. Aber das sind alles Fragen, die jenseits des Strafvollzuges laufen. Ich behaupte eher, im Strafvollzug wird so ein Horst Mahler eher noch sozusagen der große Held sein, oder? Was meinst du, Thomas? Absolut, würde ich absolut auch so sehen. Auch dazu, zu diesem Themenkomplex, noch eine ganz griffige Studie. Man hat rechtsradikale Jugendliche, Inhaftierte untersucht und ihre rechtsradikalen Einstellungen zu Beginn der Haft und zum Ende der Haft. Und sie sind zum Ende der Haft stärker geworden, diese rechtsradikalen
Einstellung. Also wie gesagt, wie du es absolut aus meiner Sicht richtig sagst, es geht nicht darum, das irgendwo zu tolerieren oder da nicht mit voller Kraft dagegen vorzugehen, gegen so rechtsradikale Einstellungen und rechtsradikale Taten und Verhalten. Aber man muss sich eben bewusst machen, wie und wie man dieses Ziel sozusagen, die Bekämpfung des Rechtsradikalismus am besten erreichen kann. Und da ist Knast eben genau der falsche Weg. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr habt einen spannenden Talk erlebt mit Thomas Scully. Es ging um ein, ich glaube, relativ polarisierendes Thema, Knast und was dann. Die Möglichkeit der Alternative zum Thema Knast, weil wir hier der Auffassung sind, so richtig viel nutzt das nicht. Weder der Gesellschaft, noch den Betroffenen, noch den Tätern. Im Gegenteil, es macht alles nur noch schlimmer. Es geht also aber keinesfalls hier um Kuschelpädagogik oder ähnlichen Klimbim, sondern es geht um die Frage rationaler gesellschaftlicher Steuerung von Verhalten. Und das wollen wir natürlich im Sinne einer vernünftigen gesellschaftlichen Ordnung machen. Und vor diesem Hintergrund ist diese Diskussion auch zu sehen. Ich bedanke mich für eure Beiträge, Thomas Scully, aber auch von Clivia, die hier spontan als Jugendrichterin auch mal ihre Erlebnisse berichtet hat. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Einmal sehen wir uns nicht, nämlich in der nächsten Woche. Dann muss auch ein Bundesgeschäftsführer mal ein bisschen Urlaub machen. Aber in der übernächsten Woche sind wir wieder gemeinsam. Dann mit Natascha Strobel. Es geht um Antifaschismus. In diesem Sinne, bis dann. Danke, bis dann.